Ja, guten Morgen, Rüdiger, guten Tag, Ludger, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, willkommen zur 27. Folge Coronomics. Heute haben wir als Gast Ludger Wössmann, sicherlich Deutschlands bekanntester, einflussreichster Bildungsökonom, Leiter des Zentrums für Bildungsökonomik am IFO und Professor für Bildungsökonomik und VWL im Allgemeinen an der LMU. Ludger Wössmann, ganz herzlich willkommen. Herzlichen Dank, dass du Zeit gefunden hast, als Gast hier in unserem Coronomics Podcast Auch von mir. Ja, danke euch beiden für die Herzlichen Dank. Einladung. Super. Ja, also heute geht es um Bildung. Über das geht es darum, was wir als Ökonomen zu dem Thema beitragen können. Da geht es natürlich um Abwägungen, wie immer in der Ökonomik. Vielleicht, Ludger, steigst du einfach mal ein und erzählst uns ein bisschen, was dich als Bildungsökonom im Rahmen dieser Corona-Krise bewegt. Ja. Zunächst mal machen wir uns natürlich vor allem Gedanken, was sind die Auswirkungen davon kurzfristig, langfristig, gerade insbesondere jetzt von den Schulschließungen, vielleicht auch von den anderen Bereichen, aber ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die Schulen vielleicht. Und da gibt es eine ganze Reihe Auswirkungen, die man so aus der Forschung ableiten kann. Ich meine, das erste ist relativ offensichtlich, denke ich. Wenn jetzt eben wochenlang, im Zweifelsfall monatelang keine Schule stattfindet, dann geht es auf die Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler. Also die Fähigkeiten, das Wissen, die Kompetenzen, die eigentlich normal in der Schule vermittelt werden, werden jetzt gerade nicht vermittelt. Das geht sowohl in der Breite als auch in der Tiefe. Und das gilt wahrscheinlich für gute Schüler wie auch für schwache Schüler ganz besonders. Und das Ganze hat starke ökonomische Auswirkungen. Da können wir gleich ein bisschen mehr drüber reden, was das bedeutet. Ich würde gerne als zweites noch mit sagen, neben diesen kognitiven sozusagen Lernpausen, ist, glaube ich, gerade auch besonders wichtig, sich bewusst zu machen, dass das eben auch die, ich sag mal, sozial-emotionale Entwicklung der Kinder und Jugendlichen stark beeinträchtigt. Also zum einen trifft man jetzt zurzeit nicht täglich seine Mitschülerinnen und Mitschüler, seine Freunde. Und das ist, denke ich, extrem heftig für viele jüngere Kinder, aber auch die Älteren. Und wenn man, das kann man eigentlich komplett durchdenken. Das ist für Kinder in der Grundschule ein echtes Desaster. Aber wenn man in der Pubertät ist und auch mal überhaupt keine anderen trifft, ich glaube, das ist schon ein echtes Ding. Kann ich da mal kurz einhaken? Also Ja. woher wissen wir das eigentlich? Also bei den Kindern in der Grundschule, Kindergarten sehe ich das noch. Aber ich sage jetzt mal ketzerisch, die 14-Jährigen, die reden doch eh nicht miteinander, die texten sich den ganzen Tag, ja. Machen sie, können sie jetzt auch machen. Und also, die sitzen ja manchmal physisch nebeneinander, sehe ich ja auch manchmal mit College-Studenten oder so, ja. Wenn die nebeneinander sitzen, texten sie sich, ja. Also ist jetzt du weißt, worauf ich hinaus will. Also, aber gibt's da Studien zu diesem Thema? Also haben wir früher mal ähnliche Experimente im kleinen Raum, wo wir genau diese Auswirkungen feststellen? Also jetzt auf die, ich sag mal, gerade auf die sozusagen Entwicklung der Sozialkompetenzen oder was, wüsste ich nicht. Ich meine, das ist vor allem eben diese Sachen auf die kognitiven Kompetenzen. Da Okay. kann man aus einer ganzen Reihe Sachen lernen. Also es gibt zum Beispiel ganz spannende Studien, die haben sich Lehrerstreiks angeschaut. Okay. Es gibt so einen zum Beispiel aus Belgien. Da hat in den 90er Jahren der wallonische Teil, da haben die Lehrer mehrere Monate gestreikt, Okay. schulen dicht. Und da gibt es eine schöne Studie zu, die hat so das verglichen, also die Entwicklung der betroffenen Kinder und Jugendlichen mit denen im flämischen Teil, da waren es keine Streiks. Und dann konnte man dann nachher schauen, wie das rausgekommen ist. Und man sieht eben, die Klassenwiederholungen haben sich deutlich verstärkt. Die betroffenen Schüler hatten niedrigere Bildungsabschlüsse, auch in der höheren Bildung nachher. Und das hat eben hinten raus sehr lange Auswirkungen. Dann gibt es auch eine Sehen wir Studie das zu bis in die Kanada. Löhne? Weißt du das? Das hatten Können die wir in das der Studie bis in die nicht. Löhne sehen? Das hatten die in der Studie nicht, aber ich weiß von zwei anderen in Mhm. Kanada und in Argentinien, die konnten auch weiter hinten rausgehen und sehen tatsächlich Lohneinbußen, Okay. höhere Arbeitslosigkeit. Okay. Und das ist alles auch verbunden sozusagen. In den besten Studien kann man auch sehen, dass gleich sozusagen in den ersten Monaten und Jahren danach die Kompetenzentwicklung nachlässt. Also sozusagen wenn ich jetzt von Kompetenzen rede, sage ich einfach mal, nehmen wir uns Basiskompetenzen vor, wie im PISA-Test, Mathe, Naturwissenschaften, Lese, Textverständnis, das kann man sozusagen so testen. Und da sieht man die negativen Effekte und dann sieht man eben aber auch, dass sich das im ganzen Leben weiter raus verbreitet. Ich meine, Wissen wir haben. wir denn auch was über, sagen wir mal, Substituierbarkeit, über Fernbeschulung? Also ich hatte jetzt gelesen, es gab wohl in Portugal
umfangreich während der Diktatur, Teleschule. Mhm. Es gibt natürlich in Australien, das ist so bekannt, und anderen Orten, wo man Schüler hat, die sehr weit weg sind, Beschulung nicht im Präsenzbetrieb. Da passiert man momentan in Deutschland natürlich noch relativ wenig in der Art. Aber die Frage ist, funktioniert das überhaupt? Wissen wir dazu was? Ob man das irgendwie substituieren kann? Oder wissen wir da zu wenig drüber? Ich würde auch sagen, da wissen wir zu wenig drüber. Ich meine, wenn dann in Australien, glaube ich, wenn das sozusagen bei den in den Backlands sozusagen ist, das ist natürlich alles sehr speziell. Selbst wenn man da gute Studien zu hätte, das zu verallgemeinern, das macht man gerade in vielen Bereichen, ist aber, glaube ich, sehr, sehr gefährlich. Ich glaube, es gibt sehr viel Literatur dazu, wie Einsatz von Computern, Internet und sowas im Unterricht sich auf Schülerleistung auswirkt. Und das ist sehr bescheiden. Also, wenn's gut läuft, das ist interessant. Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Wenn es gut läuft, hat man Null-Effekte. Oder man hat zu etlichen ziemlich gute Studien, aktuelle Studien so im College-Bereich, ob sozusagen Online-Teaching oder in-Class. Und die finden selbst in dem Bereich eigentlich alle nicht riesengroße, aber durchaus negative Effekte von Online-Teaching im Vergleich zu In-Class-Teaching. Also es scheint was dabei zu sein, Leute zu treffen, zu kommunizieren, was die Sachen verändert. Gut, aber umgekehrt könnte ich dann daraus schließen, wenn der Effekt negativ ist, aber nicht riesig, dass das doch ein besseres Substitut ist als gar nicht. Weil die Alternative ist im Zweifelsfall ja einfach gut, okay, klar. Gar nicht. Es ist nicht reine Verschwendung, dass wir immer noch auf Zoom Vorlesungen halten. Nein, absolut. Man kann das positiv oder negativ sehen. Ne? Das ist, glaube ich, wichtig für die Zuschauer rauszuarbeiten. Auf der einen Seite ist es gut, für unsere Jobs sind hoffentlich auch später sicher. Physische Vorlesungen anzubieten, wird weiterhin nachgefragt sein. Aber ja, also man sollte vielleicht, das heißt nicht, dass man jetzt nicht online machen sollte. Naja, ich glaube auch, das ist wieder so eine Sache. Die Sachen jetzt eins zu eins auf die Schulen zu übertragen, ist, glaube ich, sehr schwer. Ich meine, die Leute, die Online-Studium gemacht haben, haben das sogar selbst gewählt. Ne? Ja. Und die sind älter, die sind selbstständiger. Und das jetzt einfach mal für alle Schüler sozusagen auszusetzen, ist ein Riesenproblem. Es gibt auch durchaus eine Literatur zu Distance Learning. Das ist sozusagen, in Deutschland gibt es sowas nicht. Da gibt es ja sogar die Schulpflicht. Man muss zur Schule, aber in den USA schon. Das ist aber, ja, das ist sozusagen, wir Ökonomen würden sagen, da ist vieles nicht wirklich gut identifiziert. Von daher will ich da nicht. Das sind Selektionsprobleme, ne? Weil viele, ja, also wenn ich sehe, wer hier Homeschooling macht, das sind sehr spezielle, sagen wir mal, ein sehr spezieller Teil der Bevölkerung. Also es sind einerseits es gibt Professorenkollegen, die machen das zum Teil, also die dann vielleicht auch wissenschaftlich zu Hause nicht in ihr Produktionskapital investieren, sondern ins Humankapital ihres Nachwuchs für ein paar Jahre. Gerade in der Middle School ist das gar nicht so unpopulär in den USA, weil die gilt als schlecht irgendwie, die öffentlichen Mittelschulen. Und dann natürlich religiöse, ne? Das sind extrem religiöse Fanatiker. Auch, ne? Also Selektionsprobleme sind da groß, vermutlich in der Literatur. Und von daher, also ich glaube, insgesamt sozusagen die Leute, die sich damit im pädagogisch-erziehungswissenschaftlichen Bereich auseinandersetzen, sagen immer, wir haben da jetzt irgendwie Jahrzehnte drüber geforscht und eigentlich immer noch nicht wirklich gefunden, wie man Distance Learning vernünftig hinbekommt. Und wenn wir das jetzt über Nacht unvorbereitet für alle Schüler machen wollen, das wird extreme Einbußen geben, sage ich mal so. Okay. Das ist ja interessant. Würdest du sagen, wir wissen nicht, wie wir, also es gibt ja jetzt momentan zwei Fragen, die, sagen wir mal, die Politik umtreiben. Das eine ist, sollen wir wieder zu der Situation zurückkehren, weitestgehend oder vollständig, wo wir vorher waren? Sprich, wir haben einfach ganz normalen Schulpräsenzbetrieb, als sei nichts gewesen. Das ist die eine Option. Und die andere Option als Extremoption ist, wie sie in einigen europäischen Ländern gewählt wurden, wir sagen jetzt, die Schulen sind bis September zu. Und irgendwo gibt es einen Mittelweg zwischen diesen beiden Optionen. So, und jetzt gibt es natürlich zwei Fragen. Das erste ist zu wissen, wie viel verlieren wir, wenn wir den extremen Weg, wir lassen bis September zumachen. Aber du sagst auch, so richtig ist auch schwer zu sagen, wie können wir die Kosten, wenn wir irgendeinen Mittelweg wählen, zuwählen, wie können wir die Kosten davon, die sozialen Kosten davon gering halten? Da wissen wir auch wenig drüber. Oder nehme ich da was Falsches mit? Also so im Sinne von,
von, wie können wir die Kosten, gegeben in der Maßnahme, wie können wir die sozialen Kosten gering halten? Können wir ja, darüber mal irgendwas sagen? Vielleicht müssen wir gerade mal sagen, was, wir wissen auch jetzt sozusagen ganz konkret auch nicht viel deskriptiv, was eigentlich gerade passiert. Aber was ich glaube, was de facto zurzeit eben ist, ist, dass in Deutschland die Lehrer bestenfalls den Kindern und Jugendlichen irgendwelche Aufgabenblätter nach Hause schicken und dann sagen, macht mal. Und es gibt da jetzt wenig Informationen drüber. Wir haben jetzt gerade irgendwie unseren Fragebogen für den IFO-Bildungsbarometer. Das machen wir einmal im Jahr sehr stark mit solchen Fragen gemacht, wo wir wissen wollen, was passiert in den Familien gerade, was passiert in den Schulen gerade. Aber das dauert jetzt noch ein bisschen, bis wir das haben. Aber zwei Zahlen habe ich in letzter Zeit gelesen, die ich sehr spannend fand. Also Forsa hat im Auftrag der Robert-Bosch-Stiftung wohl, ich glaube, Anfang April repräsentative Lehrerbefragung gemacht. Sehr spannend. Und da kommt tatsächlich raus, 84% der Lehrer geben an, die verwendeten Aufgabenformate, die sie am häufigsten gerade nutzen, sind klassische Aufgabenblätter. Und jetzt auch im Fernunterricht. Und nur 14% sagen, sie vermitteln Unterrichtsstoff in Videokonferenzen. Mhm. Also wir müssen uns das real machen. Wir hören vielleicht hier und davon, gerade in unserem Bekanntenkreis, oh, läuft schon ganz gut mit Videokonferenz und so. Ja, das ist die ganz große Ausnahme. Ich meine, das ist sozusagen, bei dieser Befragung wurde nicht mehr gefragt, so, machen sie das täglich oder so, sondern haben sie das schon mal gemacht. Ja, ja. Das wird sich sicherlich Stück für Stück verbessern. Sagen, wann, weißt du noch, wann die Umfrage war? Hat sich das, könnte sich das Anfang April, also sozusagen okay. vor den Osterferien. Das könnte sich natürlich geändert haben, jetzt wo klarer wird, dass das Ganze persistenter ist. Ja. Vielleicht. Gut, die Frage ist schon natürlich, was würde denn das andere mehr bringen? Also sozusagen könnte ich, wie jemand, der uns was? Hier gleich zuhört, vielleicht haben wir ja Glück, jemand im Kultusministerium irgendwo hört uns zu und sagt, okay, Ludger Wössmann sagt, wenn wir die Lehrer anweisen, auch einmal die Woche mit den Kindern zu telefonieren, dann ist es so, als würde von einer Woche, die Kinder nicht zur Schule gehen, wäre das so, als wenn sie nur 4 Tage nicht zur Schule gegangen wären. Irgendwie so, dass man was hätte, wo man sagen könnte, ein bisschen in die Richtung, oder am Ende haben wir nur Bauchgefühl. Ich glaube, da haben wir nur Bauchgefühl. Und ich würde, was auch immer das ist, sozusagen, wenn es wirklich der große Unterschied ist, sozusagen, wir haben einen normalen Unterricht, eine Extrem, was wir sozusagen nicht machen können. Das andere Extrem ist, wir machen gar nichts, wie wir es derzeit haben. Wenn wir jetzt eben anfangen würden, wirklich Distanzunterricht zu machen, möglichst viel jetzt irgendwie auch, so wie wir jetzt gerade mit Zoom machen, könnte ja eigentlich jeder machen. Ich glaube, wenn man das gut macht, dann kommt man sehr weit, also da wird man sehr weit als mehr als die Hälfte dazu kommen, dass man sozusagen wieder lernt. Aber dafür ist zwei Sachen wichtig. Man braucht diese Interaktion, also die Lehrer müssen sozusagen das auch vermitteln, weil man kann den Kindern ja nicht einfach nur Unterrichtsblätter schicken und so, jetzt bringt euch das mal bei. Ich meine, dafür sind ja Lehrer da, das können die gut. Und was mich noch mehr ärgert, weil das eben überhaupt nicht systematisch gemacht wurde, ist zu sagen, wir brauchen Rückmeldepflichten. Wir müssen einfach klar sagen, die Kinder müssen sozusagen, die kriegen nicht nur die Arbeitsblätter, sondern die müssen die auch ausfüllen und zurückschicken. Und es muss ja jetzt nicht alles komplett nachgeguckt werden, aber nur zu überprüfen, dass was gemacht wird. Das ist das, was ja passiert. Ich muss jeden Tag wieder zur Schule und morgen fragt der Lehrer, ob ich die Hausaufgaben gemacht habe. Und versuche ich halt irgendwie zu machen. Das fällt zurzeit komplett flach. Was heißt das? Würdest du auch von einem wissenschaftspolitischen Standpunkt empfehlen, dass man vielleicht, angenommen, man kann das jetzt nicht für alle machen, dass man wenigstens mal auch so im Sinne haben wir in anderen, so auch im virologischen Sinne fordern wir das ja auch immer wieder, also Wissenschaftler fordern das, dass man da jetzt halt vielleicht auch einfach mal Experimente dann macht, um das mal rauszufinden, wenn nichts anderes geht. Ja klar, ich meine, ich glaube zurzeit de facto experimentieren alle Lehrkräfte gerade, weil sie sich überlegen, wie kriegen wir es irgendwie hin. Gut, aber kontrollierte Experimente. Wenn wir das kontrolliert machen würden, wäre super. Wobei ich, also um ganz ehrlich zu sein, wissenschaftlich finde ich das super wichtig und super spannend gerade. Die Antworten werden wir aber erst haben, wenn es weitgehend zu spät ist. Okay, ne? Gut. Das Ding kann ja nochmal kommen. Aber richtig. Und dafür, ja. Also und da stimme ich dir dann komplett zu. Ja. Aber was wissen wir denn zum Beispiel? Ist eine Option, die diskutiert wird, ist ja sowas wie, wir schicken die Kinder, das ist das Modell, worauf es vielleicht in Nordrhein-Westfalen hinausläuft, eine Woche in die Schule, eine Woche nicht in die Schule, eine Woche in die Schule. Gut, Christian. Lass mich unterbrechen. Wir reden schon sehr über Policy. Nein. Hier geht es um Forschung. Hier geht es nämlich um folgende Frage. Nämlich, was wissen wir darüber, wie wichtig
Stundenzahlen sind. Da gibt es ja sehr große Unterschiede über Länder, wie viele Stunden die Kinder tatsächlich im Kontakt mit den Lehrern sind. Und was ich da mal gehört hatte, gelesen hatte, sehr weit entfernt, ist, dass das gar nicht so klar ist, dass eine Erhöhung der Zahl der Kontaktstunden für den Lernerfolg so viel bringt. Oder bin ich da auch da im Off? Ja, ich meine, es gibt ja die richtig großen Unterschiede zwischen Halbtags- und Ganztagsschulsystemen. Und das sieht man nicht systematisch große Unterschiede, das stimmt. Aber es gibt schon in den letzten Jahren viel gute Forschung, die gut identifiziert, was passiert, wenn Schülerinnen und Schüler meinetwegen mehr Mathe-Unterrichtsstunden haben im Vergleich zu Deutsch oder sowas. Ja. Und das sieht man dann in den Testleistungen nachher. Ja. Also es geht da schon, und das sind ordentliche, vernünftige Effekte. Kommt natürlich darauf an, wie effektiv die Schulzeit genutzt wird. Aber ja, es ist sozusagen, es bringt was für die Kompetenzentwicklung, Unterrichtsstunden zu haben. Also da haben wir nicht dramatisch abnehmende Skalenerträge, also oder sind die doch? Also die Frage ist halt, wie viel wiederum, wenn ich nichts anderes machen kann, wenn ich die Hälfte der Stunden habe, verliere ich dann die Hälfte an Testleistung oder verliere ich weniger als die Hälfte an Testleistung? Sagen wir. Ja. Testleistungen haben sind... Oder was auch immer, wie auch immer du Lernerfolg zum Warenkapital nimmst. Immer von Hälfte reden, ist sehr schwer sozusagen, also ich glaube sozusagen, das genau eng festzulegen, sozusagen, wie viel da verloren geht, ist nicht, und darum hat Rudi eigentlich recht, dass es irgendwie ist, dann sind wir in einer Politikfrage sozusagen, was machen wir jetzt sozusagen mit Guestimates drüber, was passiert, und da sollten wir dann gleich noch drüber reden, aber ich glaube, es gibt tatsächlich noch ein, zwei Dimensionen der Auswirkungen, wo wir aus der Forschung vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen können. Ja, genau. Also, ja, genau. Schieß einfach mal los. Ich meine, ganz generell, ich habe jetzt irgendwie schon bei verschiedenen Sachen halt über Kompetenzentwicklung, über Testleistungen gesprochen, und da gibt es halt schon sehr viel Literatur, die sagt, wie hängen denn solche Testleistungen mit dem Arbeitsmarkterfolg zusammen? Und das ist schon sehr stark und heftig. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass quasi der Großteil dessen, was die Arbeitsmarkterträge von Bildung ausmacht, und das ist sozusagen das ist eins der so Minzer-Equations, dass wir, ne, wir haben Log-Einkommen und regressieren das auf Schuljahre, das ist eins der robustesten Befunde, die es gibt, die sind tausende von Malen gelaufen, und ich habe noch nie eine Regression gesehen, wo es nicht signifikante positive Zusammenhänge gibt, und so ein Ertragsrate ist um und bei 10% pro Schuljahr höheres Einkommen. Und man kann das dann eben indirekt aber auch über die Kompetenzen machen, das heißt, wenn man sozusagen das, was man im Normalfall in einem Schuljahr an Kompetenzen erlernt, wie hängt das dann später mit dem Einkommen zusammen? Da gibt es sowohl Studien, die meinetwegen 16-, 17-Jährige testen und dann eben 10 Jahre später im Arbeitsmarkt verfolgen, oder aber als Erwachsene, so einen Erwachsenen-PISA, sowohl die Leute sozusagen Tests machen lassen, als auch dann eben deren Einkommen erfragen, und man sieht da sehr starke Zusammenhänge. Und ja, wenn wir jetzt zum Beispiel jetzt in Bayern zum Beispiel, wenn ich das mal ausrechne, dann wenn wir jetzt bis zum Sommerferien ausfallen würde, dann hätten wir tatsächlich 40% jetzt an den ausfallenden Wochen im Vergleich zum Schuljahr, 40% eines Schuljahres, was verloren gegangen wäre. Mhm. Ja, das kannst du jetzt irgendwie, wenn es ganz grob so, das ist natürlich alles Pi mal Daumen, aber eine sehr robuste Befunde, dann bist du so bei 3-4% Einkommensverlust, und das sind jetzt nicht Einkommensverluste, die jetzt einmal aufgrund einer Rezession bekommen, sondern das kannst du quasi als Lebenseinkommen einnehmen. Die Betroffenen, das ist massiv. Schülerinnen und Schüler werden ihr Leben lang 3-4% weniger Einkommen haben. Das ist massiv. Das ist gigantisch. Ja? Das ist gigantisch, tatsächlich. Ja, und das ist sozusagen, darum ist das so wichtig. Das ist wirklich, warum wir auch Bildungsökonomik machen. Halt, weil ich glaube, Arbeitsmarkt kann man nicht ohne Humankapital, ohne Bildung denken. Und Wachstum übrigens auch nicht, sozusagen, wenn wir volkswirtschaftlich darüber nachdenken. Das ist sozusagen die Makroperspektive, habe ich auch viel zu gearbeitet, wenn du dir diese PISA-Vorgängertests anschaust, also wirklich diese Kompetenzen misst, eben nicht Schuljahre, so lange, wie lange habe ich in der Bank gesessen, sondern was habe ich wirklich gelernt, dann kann man damit deskriptiv über drei Viertel der weltweiten Unterschiede im langfristigen Wachstum, so von 40, 50 Jahre Wachstum, jetzt nicht so kurzfristig, sondern langfristig, sozusagen darauf zurückführen. Und wir haben da auch viel Kausalitätsanalysen gemacht. Eric Henjuschek und ich sind da sehr überzeugt, dass was man da sieht, auch eben kausaler Effekt besserer Bildung, höherer Kompetenzen der Bevölkerung aufs Wachstum ist. Und die können also das lässt in der Tat makroökonomisch dann auch einen langfristigen persistenten Effekt übers Potenzialwachstum befürchten. Absolut, absolut. Ja. Wenn wir da hinkommen, dass es jetzt so irgendwie mehr als so mal ein paar Wochen sind, sondern die sicherlich zu kompensieren wären, aber wenn wir da hinkommen, dass das in breiter Fläche ein Drittel, ein halbes Schuljahr oder mehr ist, dann wird man das im Potenzialwachstum sehen. Okay. Gut,
Der andere Punkt, den wir definitiv noch ansprechen müssen, ist Educational Inequality, also Ungleichheit. Ja. Vermutlich werden da ja Schüler aus unterschiedlichen sozioökonomischen Hintergründen und Herkünften unterschiedlich betroffen sein. Darüber liest man viel. Wie sieht es der Experte? Was wissen wir darüber? Ja, absolut. Ich meine, das ist vieles davon ist, glaube ich, augenscheinlich. Ich glaube, eine ganz spannende Literatur dazu, um damit vielleicht mal zu kommen, ist die gerade von Pädagogen gemachte, was passiert in den Sommerferien? Also da gibt es eben Studien, die machen dann eben nicht Tests, wie wir sonst machen, sozusagen, was lernt man während des Schuljahres, sondern man schaut an, sozusagen gerade am letzten Schultag oder so, macht man einen Test und dann wieder in der ersten Schulwoche nach den Ferien. Was ist noch übrig? Da gibt es eben einen erheblichen Summer-Melt, also die Sommerschmelze, da verschwindet ganz viel Wissen und die Lehrer kennen das alles. Nach den Sommerferien fängt man ganz von vorne wieder an und muss erstmal wieder alles erklären. Ein weiterer Indiz dafür, dass diese Schulschließungen jetzt gerade starke negative Effekte haben werden. Aber da ist es besonders interessant, dass wir sehen, dass es gibt einige Studien, die sehen sogar bei Kindern aus bildungsnahen Schichten auch in den Schulferien sogar Zugewinne. Ne? Sozusagen ohne, dass Unterricht stattfindet, sind die nachher, wissen die mehr in diesem Test als vorher. Und wissen wir wirklich, die werden dann auch nicht in die Summer School, sondern zum Nachhilfelehrer geschickt? Oder ist das, ja, das mit der Mechanismus? Da weiß man auch nicht so viel, es gibt ja viele verschiedene Studien, die unterschiedlich sind. Aber zumeist ist es dann eben so, dass sie das schon beobachten und dass es das nicht ist. Sondern das ist, glaube ich, wirklich, ich denke, der Großteil ist was, die sitzen morgens am Frühstückstisch mit ihren Eltern, unterhalten sich über dies oder das oder gehen im Urlaub irgendwo spazieren und fragen, warum wächst die Pflanze oder so. Und so lernt man halt. Ne? Und das ist viel spannender, weil es was mit der realen Welt zu tun hat. Genau. Ist jetzt meine Hypothese, dass das ein großer Teil des Effekts ist. Und wir sehen eben, dass diese Sommerschmelze eben extrem stark bei benachteiligten Schichten ist. Da geht es eben wirklich verloren. Und wenn wir das jetzt überlegen, was gerade passiert, ist ja nicht mal nur, dass eben Sommerferien sind, sondern die bildungsnahen Schichten oder die, denen das extrem wichtig ist, die machen jetzt Homeschooling mit ihren Kindern. Und im Zweifelsfall, ich glaube, das wird nicht genauso gut sein wie in der Schule, aber da wird sozusagen vieles passieren. Und in den Schichten, wo es das einfach nicht so wichtig ist oder wo auch die Eltern vielleicht gar nicht die Chance haben, die Unterstützung zu geben, da findet zurzeit kein Lernerlebnis statt. Und zwar gar nicht. Das ist eben auch spannend. Also zwei Aspekte davon. Das eine ist irgendwie diese Studie von Forsa, die ich vorhin angesprochen habe. Die hatten auch gefragt, wie oft die Lehrer regelmäßigen Kontakt zu ihren Schülern haben. Und bei den Grundschulen kam daraus, dass 47%, also ungefähr die Hälfte, sagen, sie haben mit weniger als der Hälfte der Schüler regelmäßigen Kontakt in den Grundschulen. Das heißt, viele davon haben überhaupt keinen Kontakt zu den Schulen. Mhm. Und ich glaube, es ist sogar noch schlimmer, weil das heißt ja nicht nur, dass kein Lernen stattfindet, sondern die sitzen jetzt zu Hause. Ich meine, das eine ist, wir haben es vorhin nur kurz angesprochen, ne, das Sozial-Emotionale. Ich glaube halt, die psychische Belastung in oft engen Wohnverhältnissen ohne Abwechslung nicht rauszukommen, zu hängen, ist, glaube ich, eine psychische Belastung für die Kinder, für die Familien insgesamt. Aber eben auch, was machen die Kinder dann? Die hängen vom Computerspiel vor der Konsole oder vor der Glotze, was auch immer man macht. Und vieles davon wird sich sogar negativ auf die Kindesentwicklung auswirken, nicht nur Null-Effekte. Okay, schlechte Nachrichten. Ich glaube, die letzten paar Minuten sollten wir ein bisschen über Policy reden. Was, wenn du so sagen, gibt es eine Policy-Maßnahme, wo du sagst, die würde ich jetzt empfehlen, die sollte man drüber nachdenken? Oder sagst du eher, das ist jetzt ein Klein-Klein, das muss man individuell vor Ort ausbaldobern? Was hältst du zum Beispiel? Ich gucke immer Logo mit meinen Kindern, also die Kindernachrichten, ZDF. Und da wird immer viel über Sommerferienverkürzung gesprochen. Mhm. Da wird dann immer gleich beruhigt, nee, will keiner machen. Aber ich meine, wenn ich jetzt mal das übertrage, was du sagst, das scheint mir doch durchaus ein Argument möglicherweise für Sommerferienverkürzung zu sein. Also unter der Annahme, dass wir, also zumindest in Bayern zum Beispiel, dass man so spät ist, dass man vielleicht sogar Präsenzunterricht wieder machen kann. Ja. Ich meine, ich glaube, also wenn man das machen könnte, würde das ein bisschen was abfangen. Oder ich meine, andere Alternative wäre auch zu überlegen, gerade die auch sogar früher die Sommerferien haben, wo man jetzt schon weiß, wahrscheinlich wird ein ganzer Teil der Schüler sowieso nicht mehr zur Schule kommen. Vielleicht sollte man die Sommerferien vorziehen und dann eben eher wieder anfangen und sagen, vorher schon sagen, komm, jetzt sind Sommerferien. Ich weiß nicht, ich glaube, das wird nicht so extrem viel bringen. Ich halte das schon für sinnvoll, darüber zu diskutieren. Okay. Ich glaube, es ist gegeben der psychischen Belastung und sowas auch wichtig, dass wenn es möglich sein sollte, dass wir alle im Sommer ein bisschen Urlaub machen können, zumindest im Land oder sowas,
dass man auch sicherstellt, dass die Eltern mit ihren Kindern auch mal zu Hause rauskommen können. Und das, ich glaube, das ist auch wichtig für die okay. Kindesentwicklung. Dass man dafür jetzt 6 Wochen braucht, glaube ich eher nicht. Von daher kann man darüber reden. Aber all das wird keine große Lösung sein. Ich glaube, man muss an den beiden Sachen, über die wir gesprochen haben, mal eben nicht mit klein-klein, sondern mit klaren Ansagen ran. Das eine ist, was passiert im Homeschooling? Und das andere ist, wie können wir es hinkriegen, dass möglichst viele Kinder möglichst bald doch wieder zur Schule gehen können? Und du Konzepte entwickeln, wie das gehen kann. Da ist man jetzt gerade dran. Ich glaube, heute tagen gerade die Kultusminister, wobei ich mich wirklich, letzte Woche hat Frau Merkel eben gesagt, wie wir Exit-Strategien oder was haben. Ne, ist schon länger her, ne? 1,5 Wochen. Und ja, selbst nicht. Es war ja von Anfang an klar. Es war ja von Anfang an schon im März klar, dass wir irgendwann wieder eine Exit-Strategie brauchen. Ja, ich meine, also, da waren 6 Wochen vergangen genau. Und wir haben alle die mit dem Homeschooling unserer Kinder verbracht und man fragte sich, was die Kultusminister in der Zeit gemacht haben, weil es wurde dann gesagt, okay, die tagen jetzt erstmal und machen dann in 2 Wochen, bringen die Konzepte. Es ist aber jetzt mal ernsthafter, es sind 2 Punkte. Wenn kurzfristig müssen wir davon ausgehen, dass sehr viele Kinder noch lange im Homeschooling sind. Ich finde, Kultusminister müssen jetzt die Schulen und Lehrkräfte anweisen, dass Distanzunterricht stattzufinden hat. Das ist bis jetzt noch nicht so. Die Lehrer müssen selbst entscheiden, was sie machen oder nicht und ob sie können oder nicht. Und das ist dann wie immer, es gibt viele extrem engagierte Lehrer und die machen ganz viel und denken sich tolle neue Sachen aus und da klappt das bestimmt ganz gut. Und es gibt aber auch sehr viele, wo das nicht so ist. Und es ist ja gar nicht so, dass irgendwie überhaupt die Maßgabe wäre zu sagen, ihr müsst jetzt gucken, dass ihr Unterricht macht mit den Kindern. Und das ist natürlich am idealsten, machen wir dann irgendwie Zoom oder ne, Online-Unterricht. Aber auch da, wo das nicht geht, kann man, glaube ich, vieles machen, um sicherzustellen, dass Distanzlernen stattfindet. Das ist das eine. Und wie vorhin gerade gesagt, ich glaube, in vielen Bereichen, das sind nicht so sehr die Bereiche, die wir kennen, weil wir sozusagen viel zu viel in unserer Blase der Bildungsbürger sind. Aber in vielen Bereichen findet gerade gar nichts statt. Und das muss sich ändern. Und zwar sofort. Gut, aber manche Familien wie groß ist die Internetpenetration? Also haben die Endgeräte? Also hier zum Beispiel bei uns im Schuldistrikt, kann ich ja sagen, da wird es gemacht, da wir machen Online-Unterricht. Und da war es dann so, dass der Schuldistrikt halt tatsächlich iPads ausgegeben hat. Ja, könnte man ja auch hier machen. Aber ich glaube, also wenn wir jetzt mal von den weiterführenden Schulen sprechen, ich meine, zumindest hat de facto wirklich jeder Jugendliche ein Handy. Und das reicht ja für das meiste, was man machen will. Ne? Da kann man sozusagen sich darauf anschauen und dann kann man das ja, das Wichtige ist, das eben mit den Arbeitsblättern und so, die man jetzt eh schon macht, eben zu verbinden, damit Sachen erklärt wird. Und ich glaube, das Zweite, was total wichtig ist, was man ab Anfang an hätte machen müssen, ist Rückmeldepflichten. Also sozusagen einzufordern, überhaupt zu sehen, dass die Kinder sich was irgendwie mit Schulischem beschäftigt haben. Auch da gab es auch noch eine zweite spannende Zahl, die ich hatte. Ich habe das jetzt gerade einmal hier drauf gucken. Das IAB hat jetzt Ende März, Anfang April, letzte März, Anfang 1. Aprilwoche, eine Befragung der letzten beiden Gymnasialklassen, also 11. 12. Klasse. Das war ein sehr spezielles Sample, aber die haben dann ein paar Corona-Fragen reingebracht, in 8 Bundesländern durchgeführt. Und das sind jetzt eben wirklich, das sind die Oberstufenschüler. Und da kam raus, die wurde eben gefragt, wie viele Stunden pro Woche machen sie etwas für die Schule, also irgendwelche schulbezogenen Tätigkeiten, also pro Tag. Und da kam raus, dass 37% angeben, dass sie weniger als 2 Stunden mit schulbezogenen Dingen beschäftigen. Und nur 27% sagen 4 oder mehr. Also 4 oder mehr, das ist so. Das ist jetzt noch nicht ein normaler Schultag. Ja. Und das ist so der große Unterschied dabei. Ist übrigens, das ist krass. Das sind alles die Jungs. Bei den, die Jungs machen nichts. Ne? Die Mädels machen gerade. Gut, die was, Jungs sitzen zu Hause, spielen Computer. Die Computergames. Da kriegen wir sozusagen ist das Gender-Problem in der Bildung, was schon lange eins der Jungen ist, wird jetzt gerade wieder nochmal. Okay, auch interessant. Aber vielleicht ganz kurz, aber zum Ende kommen müssen. Hast du die Ideen oder sagst du, ist nicht mal ein Bereich zum physischen Lernen, also Schulen dann tatsächlich wieder aufzumachen und wie wir da ein vernünftiges Social Distancing hinkriegen, indem man entweder Modi-Mi-Klassen macht, also dass man Tage, also Klassen verkleinert, dieselbe Klasse dann an bestimmten Tagen unterrichtet, also das mit Online, dann mit der Online-Unterricht vielleicht auch verzahnt. Genau. Ich glaube in dem Bereich, mein präferiertes Modell ist zu sagen, alle Klassen in 2 Teile teilen. Und dann im wöchentlichen Rhythmus zum Beispiel immer nur die Hälfte der Klassen hinbringen. Das Einfachste wäre, das wirklich genau so zu machen, weil da muss man nicht mal am Lehrplan irgendwas ändern. Man kann den ganz normalen Stundenplan weitermachen. Die eine Woche sind die dran, die andere Woche sind die anderen dran. Ich glaube, dann kann man in jedem Klassenraum oder nahezu jedem Klassenraum Social Distancing weit genug aufrechterhalten.
Und das wird zu einem wöchentlichen Wechsel zur Not. Wenn man noch weitergehen will, kann man im Schichtbetrieb morgens, nachmittags oder sowas machen. Und dann hat man sozusagen, ist man eine Woche in der Schule, oder man kann das auch täglich machen, aber sagen wir eine Woche in der Schule, und dann geben die Lehrer halt für die andere Woche jetzt wieder diese Aufgabenblätter. Aber es ist dann eben so, passt auf, Leute, wir haben das jetzt erklärt, durchgesprochen, nächste Woche macht er das zu Hause und übernächste Woche seid ihr wieder hier und ich gucke, ob ihr es gemacht habt. Genau. Dann ist das ganz anders. Und ich glaube, da kommt man sehr nah dahin, das muss dann gar nicht so anders sein als normaler Schulunterricht, weil normaler Schulunterricht ist normal dann innerhalb einer Klassen, in einer Stunde sozusagen, wird erst vom Lehrer erklärt und dann sagt, so jetzt, ne, macht mal die Aufgaben, und das muss man dann jetzt eben wöchentlich entziehen. Ich glaube, das kann man hinkriegen, wenn man möchte. Wichtig ist mir dabei, und das ist eben so, insgesamt geht das jetzt, glaube ich, so ein bisschen in diese Richtung, aber wir haben jetzt vor allem gesagt, die Abschlussjahrgänge gehen als erstes wieder hin, und ich glaube, da denke ich jetzt für die ersten zwei Wochen, um das mal auszuprobieren, wie das alles funktionieren kann, ist das vielleicht ganz sinnvoll, aber da, so ist es ja eigentlich gerade nicht diskutiert, und es gibt eben Gründe, die dafür und dagegen sprechen, mit den Ältesten anzufangen. Das sind eigentlich die gleichen Gründe, nämlich die sind die, die sich am ehesten an Regeln halten können und Abstand halten können, und darum wollen wir es damit mal ausprobieren, aber gerade weil das die Ältesten sind die wir noch zu Hause haben, einfach am besten klarkommen. Ne? Und das heißt eben, weil eigentlich alle Schüler gleich von dieser Krise betroffen sind, ist es mir extrem wichtig zu sagen, wir sollen gucken, dass alle Schüler zumindest so, ne, so ein Teil mal wieder hinkommen können. Und nicht so ein 1-0-Lösung zu machen, ja, genau. Ja, und ich glaube, dass, genau, ne, sozusagen wann und wie das genau stattfindet, da bin ich nicht Experte. Ne? Das muss man schon von der Gesundheitssituation, von der Ansteckungslage möglicherweise auch regional abhängig machen. Aber man sollte eben die Konzepte so entwickeln, dass es nicht so ist, dass man sagt, okay, wir machen jetzt erstmal die Abiturienten und vielleicht in 8 Wochen können sich dann auch mal die Sechstklässler überlegen, ob sie wieder hinkommen. Das wäre fatal. Gut, ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Danke, recht herzlichen Dank, Ludger. Also ich habe super viel gelernt, was ich nicht gewusst habe. Von daher vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ansonsten sagen wir Tschüss, bleibt gesund. Und morgen sprechen wir mit Nils Heisterhagen. Dann machen wir ein ganz anderes Thema. Da wollen wir ein bisschen Nils Heisterhagen war Grundsatzreferent bei der rheinland-pfälzischen SPD. Und Political Strategist, würde man in Amerika sagen. Und da wollen wir uns ein bisschen über die Auswirkungen für die Parteienlandschaft in Deutschland unterhalten. Bleibt gesund, bis morgen. Ludger, ganz herzlichen Dank meinerseits auch.